So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Woche beginnt ja recht volatil. Der DAX eröffnete wegen deutlich nachgebenden US-Futures mit einem Gap-Down. Dieses konnte der DAX jetzt fast annähernd auf Xetra-Basis schließen. Das schauen wir erstmal im Tageschart an. Hier gab es eine Eröffnung bei rund 9.930 Punkten und der Schlusskurs lag ja bei 10.055 Punkten und hier nähert er sich jetzt an einem kompletten Gap Close an die Kerze vom Freitag. Hat er schon berührt die am Tagestief und könnte jetzt hier noch das Gap schließen. Freitag, aber das hat ja nur am Freitag gezählt, hier die Kaufzone. Wer trotzdem noch vielleicht die Limits drin hatte, hat Glück gehabt oder hat Glück, liegt jedenfalls deutlich im Minus, aber dieses Setup hier war aber eigentlich nur speziell noch für den Freitag eben vorgesehen. Durch das Gap Down hat sich jetzt hier eigentlich schon etwas getan, beziehungsweise die Muster gefallen mir jetzt nicht, also direkten Ausbruch nach oben, wie gesagt, das hat jetzt ja nur für Freitag gezählt, tue ich jetzt hier schwer, dass hier den direkten Ausbruch gibt. Hier wäre jetzt halt schön, dass es hier doch nur ein Gap Close gibt, also ein Heranlaufen an die 10.045er Marke, da ist er jetzt dran, also wir sind jetzt hier im Stundenchart unterwegs. Da trifft er jetzt eben auch auf die Oberkante des Rainbows. Muss jetzt hier nicht den kompletten Gap Close schaffen, sondern wie gesagt, ein Heranlaufen an die Tagestiefkurse war da. Also eine Verbindung wurde geschaffen. Und hier könnte es womöglich runtergehen, aber nur in Grau gezeichnet. Also recht vage, denn blicken wir eben auf die US-Indizes. Da gab es eben letzte Woche ja nicht hier den gewünschten Rücklauf. Allerdings jetzt hier am Freitag dann eben skizziert durch den Doji ein Rücklauf an die, an das Gap bei 2061 beziehungsweise hier an die 65 Marke. Und auch im Nasdaq wurde hier ein Rücklauf an die 4.513 prognostiziert. Und wenn man jetzt hier die Vorbörse nimmt, hier habe ich doch den Nasdaq, da sieht man es jedenfalls recht deutlich. Das ist jetzt hier ja der Kassamarkt. Wenn man jetzt hier auf die Indikation umstellt, dann lief er jetzt heute hier direkt runter. Und direkt dann jetzt hier abgeprallt, aber ich denke mir auch hier fehlen noch ein paar Kurse von heute früh. Ja, in den Future-Märkten hat er ja rund, ich schaue gerade kurz, eben vom Freitag Schluss etwa 35 Punkte eben abgegeben, wenn man das jetzt hier auf den normalen Kassamarkt nimmt, 35 Punkte, ja, dann dürfte er knapp hier unten gewesen sein. Nichtsdestotrotz, hier ist jetzt der Rücklauf eben erfolgt, zwar jetzt bislang eben nur vorbörslich und ich gehe eben davon aus, dass es eben auch im normalen Kassamarkt eben noch ein Rücklauf passieren sollte, beziehungsweise passiert. Deshalb ist hier im DAX auch nochmal eine kleine Wegstrecke nach unten vorgesehen. Allerdings shorten will ich jetzt den Markt eben auch nicht. Denn wie am Wochenende ja vorgestellt, gibt es eben schöne Ausbruchskandidaten im DAX und MDAX. Da warte ich dann lieber auf die Kaufsituation ab, auf die Buy-Trigger-Marken. Das war es jetzt erstmal
zum DAX und zum S&P und Nasdaq. Zu Silber hat ja hier letzte Woche endlich eigentlich einen Wochenschlusskurs über diese Marke jetzt hingelegt. Heute kommt etwas Verkaufsdruck auf. Also direkte Käufe blieben jetzt erstmal aus. Und hier kann man jetzt einen Trendkanal eigentlich schön einzeichnen. Ja, der eigentlich hier sehr gute Auflagepunkte hat. Also ja, direkt nachkaufen. Wie gesagt, ich bin eh keiner, der so einen Ausbruch gerne handelt, sondern eher eben die Rückläufe. Da wäre es eben schön, wenn jetzt Silber nochmal zurückkommen würde. Ja, ich denke nicht ganz. Also wenn es jetzt wirklich ein Ausbruch ist, dann wird Silber maximal nochmal an 15,60 etwa hinlaufen. 15,70. Und dann richtig durchstarten. Wer jetzt hier investiert ist, sollte dann natürlich dann eben schon die Kanalunterkante im Blick haben. Die verläuft aktuell ja die Rainbow-Unterkante bei 15,12. Da wurde ja schon öfters eben eingekauft direkt an der Marke. Und die Unterkante ja knapp an der 15-Dollar-Marke. Da liegen wir aber natürlich meilenweit weg. Deswegen, wenn man jetzt hier einsteigen sollte, ein richtiger sinnvoller Stopp, ja, entweder an dem Tief, an der Rainbow-Unterkante oder an der Trendkanal-Unterkante, liegt alles viel zu weit weg, jedenfalls im Tageschart. Also da lasse ich erstmal die Finger weg. Im Gold ist man ja hier investiert, das Kauflimit Griff, leicht im Plus, und da werde ich mir sicherlich diese Woche überlegen, ob jetzt diese Vorsicht Long-Marke nicht eben dann doch rangezogen wird, und sollte es eben hier darunter fallen, dann eben noch ein komplett zweites Szenario aufgemacht wird. Bislang habe ich ja diese zwei Kauflimits als ein Setup angesehen. Aber er kann sich eben über dem EMA 38 halten. Hier kann man auch noch eine Trendlinie dann einzeichnen, also über dieser Trendlinie sieht es gut aus, trifft jetzt auch dann auf den EMA 38. Wie genau man das jetzt hier nimmt, ist ja hier auch die Indikation, da fehlen manchmal auch ein paar Kurse. Sei dahingestellt, wo man die Trendlinie anlegt, jedenfalls der EMA 38 an diesem Level und auch das letzte Tief, also ein Tagesschlusskurs unter, man muss konkret, unter 100 und 1225 wäre negativ. So, dann haben wir Gold auch. Sonst gefällt mir natürlich Gold weiterhin. Zu den DAX und zu den MDAX Setups hat ja jemand gefragt, ob ich die Charts online stellen kann. Ist natürlich kein Problem. Ich werde auch noch mich an einem Artikel hinmachen, die von den DAX und von den MDAX habe ich ja jeweils 6 rausgefischt, beziehungsweise sind nicht alles MDAX-Werte, aber hauptsächlich MDAX-Werte. Da werde ich einen Artikel jetzt dann verfassen mit den, ja, meinen Begriffen, die besten Ausbruchskandidaten. Deswegen gehe ich jetzt hier nicht nochmal durch, da hat jetzt noch nicht irgendwas getriggert, außer das ist ja nicht ein Ausbruch gewesen, es war ja hier, ja eigentlich sollte es nicht mehr hier runtergehen, beziehungsweise auch das Tief nicht mehr unterschreiten bei der Gerresheimer. Und hier gab es dann wäre ein Rücklauf gut. Und bei der Hypoport, ja, wenn man hier sieht, was das von Anstieg die Aktie hinter sich hat, aber die Ausbruchsmarke ist hier eben klar definiert. Stopp auch. Deswegen sollte man nicht denken, ja, hätte man hier unten eingekauft. Das Unternehmen hat sich wahrscheinlich bestens entwickelt. Und deshalb wäre hier ein Ausbruch aus dieser, ja, Konsolidierung, wäre dann eben, wenn ein Ausbruch stattfinden würde, ja, Aufwärtsbewegung Richtung 90 oder 100 Euro möglich. Also eigentlich über dieses alte Hoch, was natürlich sehr markant ist. Da
Da ist der Kurs ja immer wieder abgeprallt. Also hier zwischen im November lag sicherlich eine fette Eisberg-Verkaufsorder da bei der 79-Euro-Marke, weil jedes Mal ist er exakt dort abgeprallt und es gab kein Durchkommen. Erst hier gab es einen kleinen Ausbruch über, beziehungsweise es war dann ein Fehlausbruch und dann gab es eben die Konsolidierung nach diesem Ausbruch über dieser Widerstandslinie. Also es sind hier noch keine Setups wirklich aktiviert worden und wie gesagt, ich verfasse dann jetzt einen Artikel und stelle dann nach und nach die Setups dann auch in den Stream. Danke fürs Zuhören und bis später.